Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich habe es jetzt schon, muss es nochmal probieren, weil ich jetzt eine neue Grafikkarte habe und dort natürlich wieder Einstellungen geändert werden müssen. Und da muss ich erstmal die richtigen Einstellungen rausfinden. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, wie ihr es auch schon sehen könnt. Ich habe deutlich mehr FPS jetzt konstant über 200 auf epischen Settings, außer Schatten natürlich Mittel. Ist auf jeden Fall krass. Die RTX 2070 Super macht natürlich ihre Arbeit ziemlich gut. Im Itemshop heute haben wir tatsächlich einen ziemlich besonderen Skin, weil er glaube ich nicht mehr in den Spieldateien waren. Es war glaube ich, oder es wird noch eine Kooperation mit einem anderen Film geplant, aber jetzt anscheinend noch eine weitere Kooperation mit Star Wars vorhanden. Deshalb gibt es aus dem originale Trilogie Set jetzt den imperialen Sturmtruppler bzw. den Stormtrooper ganz einfach. Denke ich mal, sollten alle kennen. 1500 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung dafür. Ist ein nice Skin. Vor allem für alle Star Wars Fans. Dann habe ich hier als nächstes die Treibhaustomate. Einmal eine Schimmer und einmal eine Standardvariante. Ist eigentlich auch ein ganz nice Skin. Die Magengranate finde ich ganz cool, zumindest in der Schimmer-Variante, weil die hier wirklich nur die Augen so ein bisschen besonders hat, sonst der Rest einfach nur dunkel gehalten. Dann gibt es dazu den rostigen Pizzaschneider. Ist eigentlich eine ziemlich coole Spitzhacke. Sieht relativ nice aus. Definitiv deutlich besser als die anderen Pizzaschneider, vor allen Dingen nicht als der klassische, den der ursprüngliche Tomato Head Skin mal hatte. Der Schallklatscher ist eigentlich auch ganz nice. Ich glaube, es gibt ja auch die Bretlingshacke, wo dann im Prinzip nur das ohne Stacheldraht ist. Ja, so sieht das natürlich nochmal ein bisschen cooler aus. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Auch wenn man nur vielleicht die normalen Skins hat. Man muss dafür gar nicht unbedingt die besonderen Skins hier haben. Dann haben wir als nächstes den Spielzeugtrooper. Früher war der ja mal ganz in grün und grau gehalten. Jetzt hat er ja auch noch roten Stil dazu bekommen. Ist dafür jetzt an vielen Stellen etwas dreckig. Ja, ist aber trotzdem eigentlich noch ganz in Ordnung. Das Skin ist allerdings nicht mein persönlicher Favorit. Hier auch nochmal der männliche Skin. Ist eigentlich genau das gleiche. Auch wieder grau, rot und grün. Dann noch als Lackierung. Auch wieder selbiges. 100 V-Bucks muss man im Prinzip Aufpreis bezahlen zu einer einzigen grünen Lackierung. Das heißt 50 V-Bucks für zwei Lackierungen. Sind auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir noch die Dämonenschädel-Spitzhacke. Ist eine richtig coole Spitzhacke, weil hier überall schöne Effekte sind, wie zum Beispiel hier die Lava, die ganze Zeit drunter tropft. Oder wenn man schlägt, dass auch überall so Lava rauskommt. Und die Spitzhacke sieht an sich schon ziemlich cool aus hier mit diesem Eisen. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann der toxische Sprayer, finde ich auch einen richtig coolen Skin, weil hier einfach überall diese Farbkleckse schön farbenfroh aussehen. Und auch viele Elemente hat. Hier Sprühdosen. Hier an der Seite noch Sprühdosen. Das Backpack sieht eigentlich auch ganz in Ordnung aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir den Signature Shuffle. Das ist ein ganz nice Emote. Vor allem die Effekte sind immer ziemlich gut. Überall bei jeder Bewegung gibt es so Blitze, die rauskommen. Für 800 V-Bucks lohnt sich das auf jeden Fall. Dann haben wir das Hüpflamm-Emote als Fortbewegungs-Emote. Ist ein ziemlich cooles und beliebtes Emote. By the way, die Hände gehen einfach bei dem Skin schon wieder durch den Rock durch. Also es gibt auch gefühlt kein Emote, wo der Skin nicht verbuggt ist. Lul. Dann haben wir als letztes noch Abfeiern als Emote. Ist eigentlich auch ganz in Ordnung, kann man sich kaufen. Ja. Ist aber eben nur ein 200 V-Bucks Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.